Mach den Alarm aus. Spätestens im nächsten Level ist er dann aus. Oh nein. Oh ja. Okay. Oh. Oh Gott, oh. Bless. Erstmal Speicher. Ja. Safe Game. So. Diese Treppe wird keine leichte sein. Sie wird steinig und lang. Oh nein, 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 oh nein. Der hat eine große Waffe. Was hat der? Der hat eine Uzi. Wieso kann ich die nicht nehmen? Hat der eine Uzi? Ja, schon. Also es ist keine Uzi per se, aber es ist halt so ein MP-Maschinengewehr. Ich krieg halt nur Munition, Lara, anstatt halt, dass du klug bist und die ganze Waffe nimmst. Nee, Lara, das sieht sie halt auch gar nicht ein, ne? Sie möchte gerne ihre Waffen wieder haben. Sie nimmt ja nicht einfach irgendeinen Junk von der Straße. No. No. Du hast da jetzt deinen Finger reinzustöpfen, dass diese Tür aufgeht. Wenn du Terminator wärst, könntest du einfach deinen Finger zur Keycard machen und dann einfach. Oder du gehst einfach direkt durch die Tür, ist es eigentlich. Ich wollte gerade sagen, im Prinzip könntest du einfach durch diese Scheiß-Tür gehen. So. Hast du überhaupt die Terminator-Filme alle gesehen, die komplette Reihe bis zum neuesten? Nein. Nicht? Also überhaupt einen, oder? Den ersten gesehen, den zweiten und dann war, glaube ich, Schluss. Okay. Ist nicht deins, oder? Den dritten habe ich auch gesehen. Aber die besten waren für mich 2 und 3. Die waren schon echt gut. Ja, die waren schon richtig geil. Und sind halt auch ein bisschen out of date. Leider gibt es dort auch wieder eine Szene, die ich nicht mag. Okay. Eine arme Wowie-Szene. Oh, feiere ich halt gar nicht. Erinnere ich mich gerade tatsächlich gar nicht. Na, ist auch egal. Feiere ich halt überhaupt nicht. Nein. So modern ist das Spiel dann auch nicht. Was haben wir denn hier? Okay, habe ich jetzt ein Secret verkackt deswegen, oder soll das so? Also Secret 2 wäre es nicht gewesen. Okay. Ich mach jetzt einfach mal hier diese Luke auf. Oder ich lass es? Ne, ich mach sie auf, okay. Das mit den Drehschlössern hier, das ist ziemlich cool gemacht. Bedeutet aber eigentlich auch, dass wir auf einem Boot sind, oder nicht? Oh mein Gott. Wo du halt herkommst. Was du glaubst. Wir haben uns ja auch heute erst den Trailer angeschaut, den originalen Tomb Raider Trailer. Von 1996, ich weiß es nicht hundertprozentig. Ja, ja, war krass anzusehen, also man, sie haben halt Spielszenen gezeigt vor allem, oder halt vor allem nur Spielszenen. Ausschließlich, ja genau. Was ist das? Aha. Was habe ich hier? Was ist das? Ein Dietrich. 4 Harpunen. Okay, wir werden sehr, sehr viel Spaß haben. Bist du eigentlich die andere Treppe schon hochgegangen? Da bin ich hochgegangen, da hatten wir doch die Keycard, die mir gefehlt hat. Ah, okay. Wir sind in den Schlafkabinen der Crew. Wir sind auf einem Boot, ich sag's dir, oder in einem U-Boot? Nee, wir sind auf einem Boot, wir haben ja Zugang zur Außenwelt da. Wir sehen ja die... Oder ist U-Boot? Nee, auch, ist das du musst mir auch mal ein U-Boot zeigen, welches Platz hat für ein Flugzeug. In der Tomb Raider-Welt ist alles möglich. Ah, stimmt. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Ist es die Harpune? Ist es soweit? Da sind ja... In der Tomb Raider-Welt gibt es aber auch Wasserminen in Venedig. Ist auch, Harpoon-Gun, 12 Schuss. Okay. Ist die One-Shot. Oh mein Gott. Ich erinnere mich, dass es so einen Indiana Jones gab. Ich meine im zweiten oder dritten Teil der PlayStation 2 Reihe. Die war immer One-Shot. Die war auch böse. Ich habe gerade 2 Harpunen verschossen. Alles gut. Das ist... Ich lade jetzt aber auch nicht laden. Das ist einfach Dummheit. Ich wollte nämlich, frech wie ich bin, einfach für die Möglichkeit eines Thumbnails wollte ich hier reingehen.
das Ding in die Hand nehmen. Ja. Und mich genau so hinstellen. In etwa. Ja. Okay. Aber ich tue sie lieber komplett weg. Und wir haben jetzt die Automatic Pistols wieder gekriegt. Aha. Wahrscheinlich auch von unserem guten Pistolenfreund. So. Einmal hier hoch. Die Betten sehen extrem unbequem aus, muss ich gestehen. Oh mein Gott. Findest du? Würdest du gleich nochmal eben ganz nett, wie du bist, Richtung Treppe dackeln? Okay, sofort. Ich schau bloß nochmal, ob oben wirklich nichts mehr liegt. Schau das. So, Richtung Treppe, sagt er. Mhm. Dann wollen wir mal. Richtung Treppe. Dackle Richtung Treppe. So, ich bin hier. Geh nochmal bitte die Treppe runter. Ich gehe die Treppe nochmal runter. Warte, jetzt bin ich gegen eine Wand gelaufen, das passiert mir öfter. Ja. Okay. Geh mal zu gelben. Ja, geh mal noch ein Stückchen weiter, bitte. Okay, ich gehe ein Stückchen weiter. Links. Dann. Nee, okay. Nee, ich dachte, du hättest ein Secret übersehen. Alles gut. Was? Ja. Heißt es, ich bin jetzt umsonst? In dieser speziellen Situation sieht es tatsächlich danach aus, muss ich gestehen, dass du gerade umsonst Sabotage. Das ist Sabotage. Der streckt doch das Let's Play in die Länge. Ja, natürlich. Da habe ich auch so viel von. Ja. So. Ja, dann kletter mal über deine Luke, die auf Zeit gesteuert wird. Gusseisernen Betten, wollte ich eigentlich sagen. Denkst du? Ja, die sehen schon echt extrem unbequem aus, ja. Boah, ich denke da immer, da schießt jemand, das ist übel. Da könntest du halt auch legit auf Kieselsteinen schlafen. Es spielt einfach keine Rolle. Naja, die werden wahrscheinlich sogar noch gemütlicher. Ob das ein fester Untergrund ist, also ein Objekt, oder ob das viele sind, glaube ich, ist schon ein Unterschied. Ja, aber ein fester oder so ein schöner, guter alter Kieselstein, weißt du? Nice. Absolut nice. Okay, ich muss auf dieses Bett hier links, weil auf der anderen Seite ist leider kein offener Bereich oben. Mhm. Ah, das ist nicht angenehm. Das hier ist wirklich auf Zeit jetzt. Naja. Denkst du, wir kriegen die Shotgun und so nochmal wieder, oder sind jetzt für immer verloren? Natürlich kriegst du die wieder. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Spiel einfach komplett die Waffen tauscht. Also quasi, dass sie uns die Waffen aus dem ersten Teil wegnimmt. Ja. S. Ich hab sie gesagt, ne? Das Spiel ist weiblich. Genau, wer kennt das nicht? Das weibliche Tomb Raider-Spiel. Dann quasi gegen neue Austausch, die neu ins Spiel gebracht worden sind. Wäre natürlich auch du meinst, interessant. Du meinst quasi von deiner ranzigen Pump-Action-Shotgun auf eine Halbautomatik? Harpune? Ja, okay, Harpune, aber. Nice, du bist tot. Wie soll man denn das wissen beim ersten Mal? Findet man ja raus. War das die andere Stelle, die du meintest, dass ich da. Nee, alles gut. Das ist einfach. Nee, das gehört dazu. Das gehört. Nee. Das mit dem zweimal sterben meinte ich tatsächlich bei dem Propeller, wo du reingesaugt wurdest. Okay. Also ich kletter jetzt hier hinab in den Abgrund. Ja. Mal wieder. Ja. Ich finde es schön, wie ihre Haare sich bewegen. Ist dir aufgefallen, ja. Das habe ich noch gar nicht richtig erwähnt, ist mir im Schnitt vor allem aufgefallen. Ihre Haare schwimmen auch auf dem Wasser. Also quasi, wenn du im Wasser bist, bis zum Hals, dann schwimmen ihre Haare auch wirklich auf der Oberfläche. Das ist ja der Hammer. Das ist wirklich der Hammer. Also, Respekt. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Bin ich ja richtig begeistert, bin ich da. Also ich muss auch sagen, ich wünschte, ich hätte Hände wie Lara. Wo du einfach an glatten Oberflächen tatsächlich Halt hast. Du bist Spider-Man. Es sind die Handschuhe. Ah, ja.
Empfehle ich dir auch mal einfach Handschuhe anziehen. Zieh dir Hände an und dann wird es schon. Ich zieh mir ein paar Hände an. So, und jetzt sollte das eigentlich gehen. Boah, ey. Ist er nicht so schön mit den Haaren. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Lara auch mit die einzige Person ist, die extreme Situationen meistert mit einer enormen Kraft und nicht einmal irgendwie der Meinung ist, oh, jetzt was essen. Weißt du? So. Oder generell im Videospiel, ne? Du kannst machen, was du willst und nicht einmal kommt der Hunger. Das ist wahr. Aber es gibt wirklich nur sehr, sehr wenige Videospiele, in denen man was essen muss. Soweit ich mich erinnere, habe ich da Survival Games da, natürlich, sowas. Ja, Survival Games. Escape from Tarkov. So Witcher oder so, da kann man halt freiwillig was essen, wenn man meint. Ja gut, aber in solchen Spielen heilst du dich damit auch. Ja, aber Escape from Tarkov. Ja, okay, man isst was. Okay, kann ich mitleben. Ist okay. Man isst was mit sehr, sehr schönen Animationen sogar. Das kann ich bestätigen, habe ich selbst gesehen. Ja, die sind wunderbar. Die sind echt gut gemacht. Ich würde halt gerne mal so ein Spiel haben, in dem du wirklich, wenn du so ein Glas trinkst oder wenn du irgendwas aus einer Büchse isst oder so, dann soll wirklich jeder kleine Brocken da drin sauber animiert sein und du isst das Ding wirklich komplett leer, wenn du es nicht sogar selber löffelst. Stell dir mal vor, wie krass das wäre. Kannst du dir vorstellen, was deine CPU und deine Grafikkarte und dein Arbeitsspeicher dir dann danken? Natürlich, wir haben eine rote Keycard. Nice. Aber ich meine, es wäre schon cool. Ihr geht nach oben aufs Freie. Wir werden mein Näschen juckt. Mein Näschen. Näschen. Soll ich geradeaus gehen oder nach oben? Jetzt juckt das Näschen. Geradeaus oder nach oben? Juckt es nach oben, wenn ich nach oben schaue? Oder? Oh, da fängt das richtig an zu jucken. Hast du eine Pollenallergie? Nein, habe ich nicht. Also habe ich wirklich nicht. Okay. Ich bin, glaube ich, gegen so ziemlich gar nichts allergisch. Außer Nickel. Ich auch nicht. Gegen was? Gegen Pickel. Nickel. Nickel. Nickel mit N. Das ist ein Metall. Okay. Ach so. Woher weißt du das? Oh Gott, was? Das liegt irgendwie voll in der Familie. Keine Ahnung warum. Okay. Also so Billigschmuck ist dann eher weniger? Ja, gut. Billigschmuck. Ich wüsste auch nicht, wofür ich mir Billigschmuck kaufen würde. Ja, deine Intim-Piercings doch natürlich. Ne, die sind alle aus massivem Titan. Ah, okay. Verstehe. Ja. Titan und Palladium. Weißt du, was Palladium ist? Eins der seltensten Metalle der Welt. Ganz genau. Das heißt, wenn du mal ein Weibchen bei dir hast und die sagt, Schatz, ich hätte doch ganz gerne einen Verlobungsring, einen schönen, und sie sagt Gold, dann sagst du ganz ehrlich, kriegst du nicht. Also ich würde ihr keinen aus Gold geben. Palladium wäre so meine Wahl. Schweineteuer. Ob man den, ja, würde ich, wollte ich gerade sagen, ob das jemals bezahlbar ist, wenn du dein ganzes Leben lang nichts ausgeben würdest und sparen würdest, darauf hättest du wahrscheinlich noch immer nicht genug Geld. Einen Ring aus Palladium kostet tatsächlich gerade mal das Dreifache wie einer aus Gold. Echt? Ja, tatsächlich. Okay. Da gibt's doch auch diese Regel. Das ist ein Ring, das. Warte mal, was? Dass das Dreifache des Monatseinkommens sein soll oder so. Hab ich mal gehört. Ja, das wäre bei Palladium dann easy drin. Oh mein Gott, das kommt halt drauf an. Okay. Wenn da halt noch ein Dia mit drauf ist oder so, dann. Standard. Immer. Ja. Ich meine. Wenn du dann geheiratet hast, kannst du den Verlobungsring ja wieder verticken. So ist ja nicht. Ich weiß, wo wir sind. Wir sind gerade durch dieses Loch da oben rausgekommen. Ah, ja. Jetzt eröffnet sich alles vor meinen Augen. Das kann gut stimmen, ja. Ja, mit dem Thema weiß ich absolut nicht. Also vielleicht irgendwann mal, aber... Das ist wirklich so weit in der Ferne, da will ich mich ehrlich gesagt gar nicht mit beschäftigen. Ach Leute. Nice. Ach Leute. So, ich muss da mal eben gucken. Secret Numero 3. Wann und wo soll das denn erscheinen? Ich geh jetzt einmal ganz frech hier speichern, bevor wir die Keycard machen.
Ah ja, okay, gut, dann wissen wir das schon mal. Okay, sehr gut. Also es kommt dann da, da ist dann so ein Ding, das sammelst du auf und dann Secret. Okay? Gut. Ah, genau, ja, okay, ich hab's vor Augen. Ja, klar. Ich will dich ja auch nicht spoilern. Ne? Was wäre ich denn auch für ein Mensch, wenn ich das tun würde? Oh mein Gott. Okay, wir wechseln die Taktik. Wir probieren mal die Harpune aus. Warum nicht, oder? Vielleicht hast du auch keine Lust, die Harpune auszuprobieren, Schnucki. Du solltest dann jetzt mal heilen. Gott, sie sollte, glaube ich, über der... Jetzt heilen. Nee, nee, ich lass mich töten. Alles gut. Das war Verschwendung der Harpunen. Wir haben fast alle Harpunen verschossen. Die machen so gut wie gar kein Damage. Also, ja. Gut. Hat sich schon mal erledigt mit den Dingern. Aber vielleicht sollst du damit auch nicht die Bodybuilder harponieren, sondern irgendeinen Goldfisch. Unter Wasser sind wir in der Lage, jetzt unter Wasser was zu erschießen, weil unter Wasser konnten wir unsere Waffen normalerweise nicht nutzen. Ja, das stimmt. Und eine Harpune macht sich da ausgezeichnet, habe ich gehört. Bist du dir sicher? Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Das war jetzt ein richtig klasse Move, oder? Jetzt bist du schon ein bisschen stolz auf mich. Wobei, ich muss sagen, immer noch. Ja. Es gibt tatsächlich Sturmgewehre in Real Life. Die haben ein spezielles Gasblocksystem. Okay. Die kannst du unter Wasser schießen. Oh, krass. Ja. Wie also ist das halt mit effektiv, den ne? Ja, wie ist es mit den Waffen, wenn du die unter Wasser mal hattest? So die heutigen normalen? Die haben ja keinen Schießpulver offen mehr. Gehen die kaputt oder... Kannst du glücklich, fröhlich wie du bist, einfach hergehen und weiterballern, dann sobald du wieder aus dem Wasser draußen bist? Natürlich kannst du damit weiter schießen, kein Problem. Okay. Es kommt halt immer darauf an, was für eine Waffe du hast, ne? Also es gibt, wie gesagt, Waffen, die sind speziell dafür entwickelt. Wenn du jetzt eine Glock als Beispiel unter Wasser hältst und damit schießt, dann natürlich funktioniert das, klar. Verstehe. Die Treibladung wird ja trotzdem gezündet. Der Kapsel ist ja ein Initialsprengstoff und der zündet dann das Nitropulver. Mhm. Und dieser wiederum setzt die Energie frei, um das Projektil mit Geschwindigkeit nach draußen zu befördern. Krass. Ja, das geht. Ja, ist natürlich nicht effektiv, ne? Durch das Wasser wird die ganze Kraft natürlich sofort wieder abgebremst und du hast eine effektive Reichweite von 1,5 bis 3 Metern, irgendwie so. Weiß ich jetzt nicht genau. Kommt halt drauf an, ne? Also ein Goldfisch kriegst du, wenn er vor dir schwimmt, aber halt nicht so effektiv. Nein, nicht Goldi. Ja. Ich hatte tatsächlich, als ich klein war, einen Goldfisch, der hieß, glaub es oder glaub es nicht, Goldi. Ja, sehr einfallsreich. Ja. Extrem einfallsreich. Den mach ich tatsächlich auch mal das Leben. Der Alarm ist echt scheiße. Der ist sehr nervig. Ich habe dem Goldfisch tatsächlich mal das Leben gerettet. Der ist im Leuchtturm festgesteckt. Aha. Und ich habe das entdeckt und dann haben wir ihn befreit. Also mein Vater hat ihn damals befreit. Krass. Also hast nicht du ihm das Leben gerettet, sondern du hast einfach nur den Notruf gerufen. Quasi, im Endeffekt, ja. Oder panisch und hysterisch geschrien, wer weiß. Goldi geht's nicht gut. Ach ja. So, ich überlege nämlich. Irgendeinen Sinn hat das mit der Kiste hier, auf jeden Fall. Ja, du steigst da hoch und dann springst du, oder irgendwie so. Ja, die Frage ist nur, wie steige ich da hoch? Und vielleicht ist es ja auch ein Secret. Vielleicht muss ich hier auch das Wasser reinlassen, das kann natürlich auch sein. Warte. Nee, mein Näschen juckt gar nicht. Okay. Ich weiß, was du mit dem Block machen sollst. Hast du es gesehen? Jetzt was? Hast du es gesehen. Ja, hier hoch, das weiß ich doch schon. Achso, ja gut. Verdammt! Ja, weil du gerade so gefragt hast, von wegen wie ein Block. Ja, ich bin schon davon ausgegangen, dass ich hier nach oben soll. Alles in Ordnung. Ich habe heute ziemlich viele Grafikfehler, oder nicht? Kommt mir das nur so vor? Ja. Die Map ein bisschen instabil, oder was?